Der Fachkräftemangel ist momentan in aller Munde. Auch die MVG war vor einigen Jahren aufgrund von Pensionierungen betroffen. Zu spüren war der Arbeitskräftemangel vor allem in der Werkstatt und beim Fahrpersonal. Mithilfe von innovativen Ideen bei der Personalsuche und geänderten Fahrzeugbeschaffungen konnte der Negativentwicklung entgegengewirkt werden. Die Flotte ist auch für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen wirklich geeignet. Das heißt, wir haben sehr viele Männer, aber auch Frauen, die noch nie mit einem Bus gefahren sind, umgeschult, zusammen mit dem AMS, mit dem ZAM. Und wir sind sehr froh, dass wir hier wirklich dadurch das Fachkräfteproblem lösen konnten, indem wir selbst in Ausbildung investiert haben und in einen modernen Fuhrpark investiert haben, der auch für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen geeignet ist. Das Konzept in Zusammenarbeit mit dem AMS und der ZAM-Stiftung steigert auch den Frauenanteil im Unternehmen. Mittlerweile sind 25% des Fahrpersonales weiblich. Das bedeutet, dass die Damen aktiv von den ZAM-Mitarbeiterinnen angesprochen werden. Jene Damen, die eine Neuorientierung brauchen oder wollen, und werden darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, bei uns als Lenkerin tätig zu werden. Dazu gibt es eine Ausbildung, die ist dual, das heißt extern und intern. Wir führen Bewerbungsgespräche durch, wir machen eine Arbeitserprobung, die Damen lernen das Unternehmen kennen, den Alltag einer Lenkerin und können sich dann entscheiden, ob das für sie eine mögliche Alternative wäre bei ihrer beruflichen Neuorientierung. Eine der vorher genannten 25% ist die Leiterin der Abteilung für Verkehr, Anja Benesch. Sie hat den Busführerschein und springt auch öfters bei Fahrten ein. Mir war wichtig, dass ich das kann, dass ich auch einschätzen kann, wenn es einmal Ängste gibt, wenn zum Beispiel neue Damen bei uns anfangen, wie kann ich das entkräften. Mir war auch sehr wichtig, ein Argumentarium zu haben, wenn einmal jemand sagt, ja, da kann man jetzt nicht um die Kurven. Und dann kann ich mir momentan sagen, wenn ich das kann, dann schafft sie das auch, ist kein Problem. Nicht nur das Ausbildungskonzept soll den Quereinsteigerinnen den Job erleichtern, auch mit den Fahrzeugen will man die Anfängerangst vor großen Bussen abbauen. Heute wurden dafür zwei neue Minibusse übergeben. Wir fahren auf solchen Linien, wo wir normalerweise mit großen Bussen gefahren sind, jetzt mit diesen größeren Citybussen oder kleineren Großbussen, wie immer man das nennen will, ersparen uns sehr viel Treibstoff dadurch und vor allem wieder das Gleiche, damit können auch Personen fahren, die vom Führerschein her gesehen wirklich Neueinsteiger oder Neueinsteigerinnen sind. Da finden die sich wohl und das funktioniert perfekt. Der Fachkräftemangel ist momentan in aller Munde. Auch die MVG war vor einigen Jahren aufgrund von Pensionierungen betroffen. Zu spüren war der Arbeitskräftemangel vor allem in der Werkstatt und beim Fahrpersonal. Mithilfe von innovativen Ideen bei der Personalsuche und geänderten Fahrzeugbeschaffungen konnte der Negativentwicklung entgegengewirkt werden. Die Flotte ist auch für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen wirklich geeignet. Das heißt, wir haben sehr viele Männer, aber auch Frauen, die noch nie mit einem Bus gefahren sind, umgeschult, zusammen mit dem AMS, mit dem ZAM. Und wir sind sehr froh, dass wir hier wirklich dadurch das Fachkräfteproblem lösen konnten, indem wir selbst in Ausbildung investiert haben und in einen modernen Fuhrpark investiert haben, der auch für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen geeignet ist. Das Konzept in Zusammenarbeit mit dem AMS und der ZAM-Stiftung steigert auch den Frauenanteil im Unternehmen. Mittlerweile sind 25% des Fahrpersonales weiblich. Das bedeutet, dass die Damen aktiv von den ZAM-Mitarbeiterinnen angesprochen werden, jene Damen, die eine Neuorientierung brauchen oder wollen, und werden darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, bei uns als Lenkerin tätig zu werden. Dazu gibt es eine Ausbildung, die ist dual, das heißt extern und intern. Wir führen Bewerbungsgespräche durch, wir machen eine Arbeitserprobung, die Damen lernen das Unternehmen kennen, den Alltag einer Lenkerin und können sich dann entscheiden, ob das für sie eine mögliche Alternative wäre bei ihrer beruflichen Neuorientierung. Eine der vorher genannten 25% ist die Leiterin der Abteilung für Verkehr, Anja Benesch. Sie hat den Busführerschein und springt auch öfters bei Fahrten ein. Mir war wichtig, dass ich das kann, dass ich auch einschätzen kann, wenn es einmal Ängste gibt, wenn zum Beispiel neue Damen bei uns anfangen, wie kann ich das entkräften. Mir war auch sehr wichtig, ein Argumentarium zu haben, wenn einmal jemand sagt, ja, da kann man jetzt nicht um die Kurven, und dann kann ich mir momentan sagen, wenn ich das kann, dann schafft sie das auch, ist kein Problem. Nicht nur das Ausbildungskonzept soll den Quereinsteigerinnen den Job erleichtern, auch mit den Fahrzeugen will man die Anfängerangst vor großen Bussen abbauen.
Heute wurden dafür zwei neue Minibusse übergeben. Wir fahren auf solchen Linien, wo wir normalerweise mit großen Bussen gefahren sind, jetzt mit diesen größeren Citybussen oder kleineren Großbussen, wie immer man das nennen will, ersparen uns sehr viel Treibstoff dadurch. Und vor allem wieder das Gleiche, damit können auch Personen fahren, die vom Führerschein her gesehen wirklich Neueinsteiger oder Neueinsteigerinnen sind. Da finden die sich wohl und das funktioniert perfekt.